Und der denkt sich gerade, boah, komm, wenn wir richtig schlechte Laune haben, sonst grüßt er immer nicht. Hat der Professor ihn ja geärgert. Das kann nicht in Amerika spielen. Weil? Amerikanische Autos müssen so gebaut werden, dass man sich selbst aus dem Kofferraum befreien kann. Ah. Zeig mir das doch, oder? Ich bin bald zurück. Vielleicht haben sie auch einfach ein deutsches Auto gekauft. Machen ja viele Amerikaner, die Geld haben. Okay, Aiden. Bring ihn in den Wald und sieh zu, dass ihm nichts passiert, ja? Genau, bring ihn in den Wald und sieh zu, dass ihm nichts passiert. Am besten lassen wir den Wagen auch hier so stehen. Ich wollte ihn in den Wald bringen. Er will nicht in den Wald. Er will nicht in den Wald. Siehst du, der Wald ist viel angenehmer. Weil brauner, grüner, weicher, schlammiger, was weiß ich nicht denn. Open Bar Beer Liquor. Red House. Ja, hier ist die Bar. Die anderen müssen schon reingegangen sein. Ich frage mich, welche anderen? Eben, welche anderen? Die einzigen anderen, die du kennst, sind absolute Idioten. Muss ich die etwa nochmal auseinandernehmen? Hier setzen wir uns hinten in die Ecke. Da stören wir keinen. Und sind lieb und nett. Wie alt sind Sie? 21. Ich will nur eine Nummer. My lights tell me where I'm going to. The dust tells me where I'm been. The motel is my living room. The bar is my bed, you know. Just me in the other room. Gotta go in on. Es ist schon wieder so ein richtiger Rossen auseinandernehmen. Also Jungs, probiert bloß nix. Also ich stelle gerade fest, als ich das gespielt habe, hatte ich definitiv noch kein Lara-Trauma. Okay. Direkt ein Ahnung mit Hals. Oh. Mir auch gefallen. Ich... nö. Eigentlich spiele ich lieber allein. Ja! Du bist Billard, ganz allein. Jungs, jetzt habe ich auch noch Billardkugeln. Ihr macht es mir zu einfach. Ladies first. Got no worldly possessions. Just my bag and these clothes on my back. No woman at home to greet me. Nicht schlecht. Okay, wir spielen die vollen Farben. Was machst du hier? Du bist allein. Das kann ich ruhig sagen. Wenn meine Freunde kommen, kann ich sagen, die sind gleich da. Ich weiß noch nicht, wer meine Freunde sind, aber... Willst du mich abziehen, Kleiner? Ja! Bist du nicht ein bisschen jung, um hier rumzuhängen? Wie alt bist du? Es geht sie überhaupt nichts an. Und übrigens fragt man das nicht. Wow! Gar nicht mal übel. Hey, du kriegst keinen Zug, wenn ich so weiter spiele. Wissen deine Eltern Bescheid?
Ist das hier Billard oder eine Quizshow? Gute Antwort! Hey! Putten weg! Komm schon, Baby, du willst es doch auch. Nein. Ach, Jungs, ihr macht's mir so einfach. Wer ist da? Wo bist du, scheiß Freak? Zeig dich jetzt! Ach, ihr wollt einen scheiß Freak? Du feiges Arschloch! Oh, du stehst ja echt nicht günstig, das wollte ich dir schon mal sagen. Und ihr zwei, ne? Ihr habt da echt gar nichts verloren. Ja. Ey, wisst ihr was? Stühle. Stühle sind echt gefährlich. Die sollte man in Bars verbieten. Und du hast deine Lektion nicht gelernt und stehst immer noch beim nächsten Tisch? Ich würde dir jetzt sagen, ich glaube, du bist dumm, aber das wusste ich schon vorher. Übrigens, eine Bar braucht auch keine Musik. Zumindest nicht eure. Oh, Geld! Also, viel Geld habt ihr hier nicht. Nee. Verdammt! Ich bin ein böser Geist! Scheiße! Oh, habe ich die Tür zugemacht? Mach von dieser blöden Tür auf! Sie klappt! Scheiße! Geh aus dem Weg, ich brech sie auf! Was? Du willst die Tür aufbrechen? Habe ich noch was an der Tür haben? Junge! Du hast es nicht besser verdient! Okay, das muss als Warnung reichen. Welchen? Viel besser. Er steche ihn mit seinem Zahnstocher. Erwürgen wäre zwar nett gewesen, aber hey. Ups. Und jetzt nach Hause, junge Dame. Aiden kann das auch alles. Jody! Mein Gott, was ist mit dir? Jody, was ist denn passiert? Ich wollte nur ausgehen und ein einziges Mal wie die anderen sein. Ich weiß. Das ist okay. Das ist okay. Ja, Cole, ihr braucht langsam mal eine Anti-Aiden-Funktion bei euch. Also, ich wäre dafür, dass alle so ein Armbändchen kriegen. Ja. Blau bedeutet von Aiden besessen. Orange, alles super. Alles klar. Allein. Ich dachte, wir füllen irgendwann mal so die Lücke zwischen Prolog aufgebrochen. Ich weiß nicht, wie ich dir sagen soll, Jody, also sag ich's dir einfach. Mama und ich wurden versetzt und müssen weg von der Basis. Ich werde dich nicht wir vermissen. Wir würden dich gerne mitnehmen, aber wir glauben... alle hier glauben, dass es für dich besser ist, wenn du hier bleibst, bei Professor Dawkins. Hey Cole, kann ich Vorsitz von dir ergreifen? Schade, heute nicht. Geht nicht immer, ist auch tagesformabhängig. Natürlich besuchen wir dich so oft wie möglich. Und wenn es dir besser geht, dann kannst du auch wieder nach Hause kommen. Wenn's okay? Wenn es dir besser geht. So ist es das Beste. Auf
Wiedersehen. Du schaffst das, mein Schatz. Ich weiß, es ist schwierig. Aber bestimmt wird alles gut. Interessante Kissen. Im Übrigen, du hast nicht so sehr verdient. Lass mir bitte eine Minute, Philipp. Hier, ich schmeiß dir den Puppen aus. Nur so gut zielen. Okay, ich brech deine Knie. Tritt in die Kniekehle reicht doch eigentlich. Auskommen. Wenn der ungünstig stürzt... Da ist was dran. Verschwinde einfach aus unserem Leben. Julie, wir sind hier. Wir sind immer für dich da. Der hat's nicht verdient. Oh, guck mal, wir sind zwischen gebrochenem Prolog. Oh, Navajo? Ja. Na, dann kommt jetzt der Teil, von dem ich erwartet habe, dass er kommt. Oh. Der wird auch mal noch lang. Oh, Vergebung. Ich habe ihn umgebracht. Ich habe einen Moment drüber nachgedacht, aber dann habe ich mir gedacht, das ist er nicht wert. Der ist einfach nur ein Idiot. Mexiko. An dem Level hatte ich Spaß. Okay. Gut, eigentlich hatte ich mit dem ganzen Spiel Spaß. Ich verstehe warum. Ich bin total erledigt und durstig. Und ich habe keinen Schimmer von diesem verfluchten Ort, also sei mal nett und gönn mir eine Pause, okay? Ich bin doch ein netter Geist. Ich habe mich verändert, Jody. Am Anfang war ich einfach nur von meiner Macht überwältigt. Aber jetzt weiß ich, dass ich sie fürs Gute einsetzen muss. Ah, hier, R1, R1. Nimm mich mit. Dirtkopf. Da, der nächste. Hier. Ja, dann halt nicht. Ich kann auch den ganzen Weg gehen, wenn es sein muss. Ich wollte gerade fragen, bist du gegen den Laternenpfahl sonst was Dings gelaufen? Ich bin mitten im Nirgendwo. Ich sterbe vor Durst. Und alles ist für den Arsch. Aber alles wird gut. Das ist die richtige Einstellung. Lass mich in Ruhe, Aiden. Ich könnte einen LKW anhalten. Was? Wenn du das machst, ist der nicht mehr ganz. Ich zügel mich und lass den Motor nicht explodieren? Das soll mich beruhigen, okay, weil... Okay, werd jetzt bloß nicht nervös. Ich drehe nur den Schlüssel um, damit der anhält. Hallo? Gibt's hier was? Ich wette, hier gibt's was, sonst hätte mich das Spiel nicht hier hingeschickt.
Hier gibt es Schafe. Ich würde sagen, und eine sich selbst auffüllende Milchkanne. Ach nein, warte, das ist dieses X. Also verhungern werden wir schon mal nicht. Wir haben Schafe. Entschuldigung, wer zu Hause? Hey, tut mir leid, wenn ich so reinplatze. Ich bin auf der Suche nach einem Platz für die Nacht und ich wollte Sie bitten. Du kannst hier nicht bleiben. Sorry. Oh, nein, ich suche nur einen Platz zum Schlafen. Für ein paar Stunden vielleicht nur. Und dann bin ich wieder weg. Und ein bisschen Wasser wäre nett. Ich hab doch gesagt, das geht nicht. Du solltest abhauen. Ja, ja. Ja, es war so. Akuli nao. Tobone, zarahe. Edine. Die Hunde sind draußen, oder? Ja, die Hunde sind draußen. Ist okay. Du kannst hier schlafen. Komm rein. Wie heißt du denn? Jody. Ich bin Paul. Das sind meine Söhne, Corey und Jay. Meine Mutter, Shimasani. Wunder dich nicht, wenn sie dir nicht antwortet. Sie spricht seit Jahren nicht. Der Tisch ist gerade gedeckt. Willst du mit uns essen? Ich habe kein Problem mit Leuten, die nicht reden. Habe ich immer einen dabei. Ja, danke. Sehr gesprächige Runde, ja? Auf jeden Fall. Und was macht ihr so? Hier rum. Hüten die Schafe. Nehmen Fremde bei uns auf. Ja, ja. Jetzt trinke ich erstmal einen Schluck. Darüber hat sie sich gerade schon beschwert. Wir sehen nicht viele Anhalter hier draußen. Na, wo geht's hin? Ich ziehe einfach umher von Tag zu Tag. Ich schätze, wenn ich lang genug reise, dann... Man muss ja nicht alles sagen. Man muss nur ehrlich sein. Vielleicht mein Ziel. Verstehe. Ihr gehört zu den Navajo, richtig? Wir sind die Nee. Das heißt die Menschen auf Navajo. So nennen wir uns selbst. Ihr habt Pferde. Seid ihr Pferdezüchter? Ja, Mustangs. Wir haben auch ein paar Churros. Churros? Die sind lecker. Hier, warte. Oh. Wir verkaufen Wolle und Milch. Nicht viel, aber es reicht für uns aus. Andere Churros. Ihr sind aber auch lecker. Wirklich weit abgelegen hier. Meine Familie lebt hier seit Generationen. Ich bin hier geboren und werde hier auch sterben. Die Jungs sollten weggehen. Ich weiß, das ist nichts für sie hier. Aber sie hängen an ihrer Oma und mir also. Es vibriert am Controller. Ja, das ist mal ein schlechtes Zeichen. Mhm. Das ist das Zeichen für, nehme ich jetzt ganz schnell in die Hand. Also kannst du
Möglichkeit hast, mach dich bereit. Es ist spät. Zu rennen. Jay bringt dich in dein Zimmer. Habt ihr hier irgendwelche Probleme mit bösen Geistern? Damit kenne ich mich aus. Ich hatte selber mal einen, aber der hat sich gebessert. Böse Geister. Du kannst nicht überall hingehen und böse Geister erwarten. Kommst du mit? Nicht! Nein. So funktioniert das Spiel nicht. Gut, böse Menschen. Du kannst nicht überall hingehen und was Böses erwarten. Was mich das Spiel 1 gelehrt hat, dann genau das. Du bleibst in deinem Zimmer. Was immer du auch hörst. Was ich höre? Wie meinst du das? Wenn du am Leben bist, verschließ die Tür und komm nicht raus bis zum Morgen. Okay, Tür zu. Danke. Danke fürs Essen. Ulala. Da ist kein pinkes Häschen drauf. Sie kann nicht immer pink tragen. Ich finde, sie sollte das pinke Häschen überall hin mitnehmen. Das wäre sowas wie ein Markenzeichen und daran erkennt man sie. Achso. Okay. Sie ist doch auf der Flucht. Ja gut, das ist natürlich doof. Ich weiß, es ist wirklich seltsam hier. Keine Sorge. Morgen Abend sind wir längst weg von hier. Gute Nacht, Aiden. Gute Nacht, Aiden. Ich höre auch die merkwürdigen Geräusche, Mädel. Okay, aufstehen. Was? Genau. Erstmal den Hals waschen. Geister, deshalb die Asche. Ich dachte, da streut man Salz. Das machen die Japaner. Scheiße. Was ist denn hier los? Aiden, öffne irgendwie diese Tür. Aiden, öffne irgendwie diese Tür. Von hier drin schon mal nicht. Boink! Ist ähnlich wie der Desselwurst, der Eidenbeug. Ja. Schön, dass du das inzwischen kontrollieren kannst und dass du nicht alles kaputt gemacht oder du den Schlüssel gedreht hast. Oh ja, ja, ich habe mich gebessert. Entschuldigung. Ist hier alles in Ordnung? Eiden, geh mal gucken. Aiden kann nicht durch diese Wand. Aiden will nicht durch diese Wand. Ich mach bestimmt nicht die Vordertür auf. Entschuldigung. Zurück in dein Zimmer, sofort! Bitte, Jody. Los, tu es einfach.
Entschuldigung. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Wer da? Ich denke, sie auch blöde Kuh, denken die sich jetzt an. Der verkluft. Na gut, dann gehe ich halt zurück in mein Zimmer. So, ich war zurück in meinem Zimmer. Ich möchte nicht die Vordertür öffnen. Ich möchte aber auch nicht zurück in mein Zimmer gehen. So schwere Entscheidungen. Ja komm, ich bin böses Viech-Experte. Ich kann die ja nicht einfach frei rumlaufen lassen. Das war verrückt. Ach, du hast irgendwo eine Decke herbekommen. Das ist schon mal freundlich. Alter, ja? Ja. Oder wenn sowas in der Nähe ist. Du hast einen in der Nähe, dann müsst ihr ständig kalt sein. Ja, das war's dran. Alles in bester Ordnung. Wollen wir drüber reden, was letzte Nacht passiert ist? Was ist denn letzte Nacht passiert? Keine Ahnung, da waren Viecher. Du sahst fertig aus. Die Jungs sollten dich nicht wecken. Danke, das war echt nötig. Willst du einen Kaffee? Ja. So, So, Anstandskaffee getrunken. Braucht ihr irgendwie Hilfe? Okay. Ich bin dann mal weg. Danke. Hier gibt's eine Menge Arbeit auf der Farm. Vielleicht willst du für ein paar Tage hier bleiben. Du kannst uns helfen. Ich kann nichts bezahlen, aber du hast ein Dach über dem Kopf und Essen auf dem Tisch. Wie sieht's aus? Sei doch ehrlich. Du hast noch zwei hübsche Jungs da im Haus und keine potenzielle Frau für beide. Gut. Du findest Klamotten in Corys Zimmer. Wir sehen uns draußen. Wer zum Teufel war Corey? Einer von den beiden Jungs. Einsatzbereit? Ich bin startklar. Die Schafe brauchen Wasser. Das kriegst das du da noch nicht hin. Mehr. Klar.
Ich kann schütteln. Ab zum Stall. Nicht gegen den Stein laufen. Ich gehe auf den Stein drauf. Oh. So, du bleibst also eine Weile. Das scheint wohl so. Klasse. Ich meine, es ist gut, wenn jemand hilft. Holst du etwas Heu vom Heuboden? Kann ich tun. Was würden die nur ohne dich tun? Das Heu selber holen? Sie kann sprinten. Hättest du mit Oma sprechen können. Hey. Hast du Heu? Hi. Mein Name ist Jody und ich werde eine Weile hier bleiben und arbeiten. Ich hoffe, das macht Ihnen nichts aus. Okay. Gutes Gespräch. Die ist ja wunderschön. Haben Sie die selbst gemacht? Hat 3 Jahre gedauert. Und jetzt hol das Heu. Heu, 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 Heu. Heu, Heu, Heu. Oh. Ja, das Spiel lässt dann die Zeit vergessen. Boink! Ganz sachte, Aiden. Nur ein Ball, nicht den ganzen verdammten Heuhaufen. Entschuldigung. Nochmal so das Speichersymbol kommen. Hm? Ich meine, es war da, bevor du mit Oma gesprochen hast. Ja, wir können auch nächstes Mal nochmal einen Heuballen holen. Ja. Also, in dem Sinne, ich habe einen Heuballen auf der Schulter. Ja. Ja, eigentlich sollte das so ein letztes Reinschnuppern werden. Ich gucke gerade, es sind 4,5 Stunden geworden. Ich glaube, das machst du auch irgendwann fertig. Ich denke, das werde ich auch irgendwann fertig machen. Denn das Spiel ist echt gut, das muss ich sagen. Das macht auch richtig Spaß. Ja. Wie dem auch sei, dann würde ich sagen, geht's irgendwann mal an dieser Stelle hier weiter. Mhm. Und bis dahin. Tschüss und bye bye. Ciao.